Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Too Let's Do mit einem neuen Spiele-Oldie. Und zwar geht es um Pole Position, Formel 1 Teamchef, Formula 1 World Championship. Und zwar das Besondere, es ist natürlich wieder ein uraltes PC-Spiel aus dem Jahr, ich zeige euch das mal eben, 1995, also fast 20 Jahre alt, zum heutigen Zeitpunkt im Jahr 2014. Ja, Teamchef, also Pole Position, Formel 1, Teamchef. Ich habe es gesuchtet, ich habe es nächtelang gespielt. Hier erstmal zu den Voraussetzungen. MS-DOS 3,5 HDD, dann 486er, das entspricht so 66 MHz. 60 MB freier Speicherplatz heißt das. Und ja, hier mal ein Blick hinten auf die Verpackung. Die Verpackung befindet sich in einem recht guten Zustand für das Alter. Natürlich nicht perfekt, lag halt immer viel rum. So, das Ganze ist damals von Ascon gewesen. Ascon wurde später Ascaron, die auch die Anstoßreihe gemacht haben. Gut, Formel 1 Teamchef, bereiten Sie Ihr Team und Material optimal vor. Gewinnen Sie mit Ihrem Rennstall die Fahrer- und Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. 1995, hinter den Kulissen des Formel 1 Rennsports geht es oft noch hektischer zur Sache als auf der Strecke selbst. Als Manager im Formel 1 Zirkus halten Sie Ihren Kopf für Ihre Entscheidung hin. Hält der neue Motor, was der Hersteller verspricht? Ist die neue Achsaufhängung stabil genug? Sollte man lieber ein oder zwei Boxenstopps durchführen? Haben Sie fähige Mechaniker eingestellt? Stimmt die Chemie Ihres Teams? Und so weiter und so weiter. Hier ein paar Bilder. Ja, man kann die Rennen auch die Rennen auch beobachten aus folgender TV-Perspektive. Hier so zum Beispiel oder so. Hier auch nochmal ein Blick. Dann, ja, hier ein anderer Blick während des Rennens zum Beispiel. Und hier zum Beispiel der Blick in die Werkstatt. So sieht das dann aus, wenn man das Auto zusammenbaut. Und hier unten, so sieht das Büro aus, in dem man auf die einzelnen Icons klicken kann. Sport, wie im Fernsehen, jawohl. So, was ist hier drin? Man kann es ja schon sehen, inklusive kostenloses Update auf CD-ROM. Was? Hallo? Genau, aufgepasst, Achtung! Es ist natürlich alles original hier und es sind Disketten. Jawohl, dieses Spiel ist so alt, dass es das noch als Diskettenversion gab. Ich muss mal eben gucken, Disk 1. 12 Disketten. 1 bis 5 auf 3,5 Zoll Disketten. Pole Position Formel 1 Teamchef von Ascon. So sehen die Disketten aus. Und für alle, die noch nie Disketten gesehen haben, weil heutzutage gibt es ja eher DVDs, Blu-Rays und USB-Sticks und so weiter. Ja, früher gab es auch mal sowas. Und wie gesagt, 12 Disketten braucht man. Eine Diskette hat ungefähr 1,4 MB. Und ja, man kann sich das, wie wir schon gesehen haben, man kann hier ein kostenloses Update auf CD-ROM machen. Ich glaube, dieses Update ist dann ungefähr 50 oder 60 MB groß. Das ist natürlich nicht so stark komprimiert wie diese Diskettenversion. So, cooles Ding auf jeden Fall. Und was hier noch dabei ist, ist die Pole Position Anleitung. Auch hier wieder wie bei Grand Prix 2. Eine Anleitung, die über wie viele Seiten waren das? Mögen das sein? Ich brauche mal eine ebene Seitenzahl. Über 150 Seiten. Komplett auf Deutsch ist. Das geht hier los, wenn man sich das anguckt, mit Vorwort, dann Hightech für den Sieg, der Auftakt zum Spiel und auf geht's, die Installation PC Amiga, dann das Büro, die Bank, Rennstall vergrößern, Merchandise, Kalkulation, Teilemarkt, Teambetreuung und so weiter und so weiter. Dann natürlich die Preisgelder, die Werkstatt und was man hier alles machen kann. Und wenn man sich das anguckt, nicht wie bei Grand Prix 2 mit richtig hochauflösenden Bildern, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Anleitung, die auch in einem sehr schönen Zustand ist. Hier zum Beispiel die Bank, ganz viel erklärt, alles auf Deutsch. Der Bau, wie man den Rennstall vergrößern kann, Merchandise, Kalkulation. Zu allem gibt es hier Tipps und Tricks und natürlich auch später, wie man das Auto richtig einstellt. Hier Reifen, Windkanal, die Werkstatt, Entwicklungsabteilung, die Zulieferer, die WM, wie man die WM am besten macht, das Rennen, Tipps und Tricks während des Rennens und zur Abstimmung,
auf das Rennen. Ja, und das alles beginnt im Jahr 1995. Das heißt, damals gab es noch Fahrer wie Michael Schumacher, Damon Hill. Ich weiß nicht, ob Jacques Villeneuve kam, glaube ich, erst später. Vielleicht Mika Häkkinen, David Coulthard. Ich weiß nicht, ob die damals, ich glaube, die waren damals auch schon dabei. Ja, solche Fahrer sind da noch. Ferrari, McLaren, Mercedes, Williams ist da noch. Und ja, auf jeden Fall das komplette Flair und Feeling aus dem Jahr 95. Benetton gab es damals noch, mit dem Michael Schumacher ja gefahren ist. Und ja, auf jeden Fall als Diskettenversion. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie ich dieses Spiel jetzt installieren soll. Ja, als Diskettenversion. Wer hat denn heute noch Disketten? Ich nicht. Und deswegen muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo im Internet dieses Update auf CD bekomme. Sonst muss ich mir halt nochmal eine CD-Version kaufen. Aber ihr könnt sehen, dieses Spiel gab es tatsächlich noch auf Disketten. Macht aber jetzt nichtsdestotrotz ein Riesenspiel. Ich habe es nächtelang gesuchtet. Ich habe, glaube ich, einmal eine Karriere gemacht, eine Saison, also eine Karriere mit über 15 Weltmeisterschaften, über 15 Saisons, mit meinem eigenen Team gegründet damals. Also wenn ich das Spiel, werde ich natürlich auch wieder ein eigenes Team gründen. Mal gucken, wie ich es nennen werde. Und also das Team, naja, so viel zu Pole Position Formel 1 Teamchef. Und für alle, die es früher schon gespielt haben, wissen, wie geil dieses Spiel ist, und es lohnt sich auf jeden Fall, dieses nochmal zu zocken. Lange nicht so umfangreich wie moderne Formel 1 Manager, wenn es überhaupt gute Neuauflagen davon gibt, aber auf jeden Fall ist der Spielespaß enorm hoch. Ich kenne keinen Formel 1 Manager, das einen höheren Spielspaß hat. Das einzige, was ich noch mehr gesuchtet habe, war Anstoß 3, aber dazu in einem späteren Video irgendwann mal mehr. Gut, das war's von mir. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao!